Mini Zeit, deine Zeit, Leihzeit. Sichern Sie sich bis zu 100 Franken bei unserem Heilau-Spiel. Genießen Sie Köstlichkeiten aus unserer Küche und feiern Sie mit Ihren Freundinnen bei einem Glas Prosecco. Also wenn man sieht, wie die Mannschaft auftritt, ist heute ohne Herz und Leidenschaft, ohne Idee, ohne richtiges Selbstvertrauen, Körpersprache. Eigentlich das, was wir letzte Woche im Spiel gegen Zürich 21 hervorragend gespielt haben, ist heute nicht rausgekommen. Man kann nicht sagen eins oder zwei, sondern es war eine ganze Mannschaft, die heute nicht auf dem Platz war. Und der Sieg von 0-3 für Lindt geht total in Ordnung, weil wir eine desolate Leistung gezeigt haben heute. Na, sie waren im Mittelfeld besser besetzt, wir waren in der Rückwärtsbewegung da zu wenig. Haben wir nach der zweiten Halbzeit versucht umzustellen, aber wir haben den zweiten Ball nicht gehabt. Vorne haben wir uns nicht durchsetzen können. Lehmann und Bertsch waren beide heute unsichtbar. Vielleicht liegt das nicht nur an diesen zwei, sondern an der Qualität von den Gegner. Aber wir haben eigentlich keine einzige richtige Chance ausgespielt heute. Und wie gesagt, wir haben eine sehr schlechte Leistung heute. Ja, manchmal ist gut, dann liegt es nicht dran. Es hat heute einfach nicht geklappt. Das müssen wir analysieren, Montag besprechen, abhocken und dann kommt nächste Woche, wo wir dann drei Matches haben mit Kosovo, Balzes und Hönke und dann geht es immer weiter. Und, aber wir müssen natürlich verlernen und schauen, was wir da verbessern können, weil das einzige Vorteil ist, man kann nur besser spielen. Das war eine Katastrophe heute. Ja, erst einmal mit Einzelspielern und mit der Mannschaft besprechen, dass solche Leistungen einfach nicht gehen. Und der Kader ist groß genug, mal überlegen mit dem Trainerstab, ob wir vielleicht mal Änderungen machen. Also schauen wir mal diese Woche die Trainingsleistungen an und dann schauen wir mal, wer wirklich spielen möchte. Ja, die Saison hat begonnen. 3-0 natürlich für den FC Lindt ist natürlich ein hervorragendes Ergebnis natürlich. Ihr habt euch sehr wohl gefühlt im Liechtenstein zum Spielen. Wie ist es möglich, dass man gegen USV 3-0 gewinnt? Ja, es ist schwierig, sich da nicht wohl zu fühlen. Ich meine, der Anlage ist sensationell und das ist auch ein Ansporn, den wir haben. Oder? Das geht im Fußball um so ein Match. Da muss man natürlich an der Motivation nicht gross arbeiten. Die Jungs sind solidarisch gekämpft, aber wir bleiben demütig. Wir nehmen den Sieg mit und schauen weiter, Match für Match. Wo habt ihr eigentlich den Schwachpunkt gemerkt beim USV, dass ihr dort sagen sollen, jetzt können wir angreifen? Wir haben natürlich die Taktik dann gesehen, viele lange Bälle, sie wollten so Druck aufsetzen. Wir haben dann zwei, drei Korrekturen vorgenommen, vor allem dann in der Pause. Und da hat man dann auch gesehen, nach der Pause haben wir es wirklich dann im Griff gehabt. Auch mit den langen Ball, die sie dann nicht mehr schlagen können. Und das war dann sicher das, gewesen, was zum Erfolg geführt hat. Eure Mannschaft ist ja natürlich auch verstärkt worden auf die kommende Saison, oder? Ist verstärkt worden, aber auch in der Achse. Oder? Wir haben mit dem André Gaetano Gonçalves einen guten Spieler können holen, mit dem Guto. Aber sonst haben wir natürlich auch viel von unteren Ligen die Spieler geholt, die heute einen super Job gemacht haben. Der Linkverteidiger, Rechtverteidiger, der Stürmer, das sind alles Leute aus der zweiten Liga, zweiten Interregion und einen super Job gemacht. Aber 3-0 natürlich jetzt heimzufahren ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, oder? Ja, ist natürlich ein gutes Gefühl, ja, aber wir bleiben demütig und wir wissen, wo wir herkommen. Das braucht Zeit, ja. Ja, wir haben uns sicher mehr vorgenommen als das, was wir auf den Platz gebracht haben. Wir haben von Anfang an eigentlich wenig Zweikämpfe gewonnen. Wir haben zwar uns in der Garderobe richtig Mut zugesprochen und gesagt, wir müssen quasi Zweikämpfe gewinnen, dann gewinnst du auch dort das Spiel. Startspiele sind schwierig, wir haben wirklich viel vorgenommen und haben es nachher schlussendlich gerne auf den Platz gebracht. Und in der ersten Halbzeit haben wir viel zu wenig Zweikämpfe gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir es einfach so ein bisschen plätschern. Ich habe noch nie so viele Leute gleichzeitig auf dem Boden gesehen. Ein Hure hin und her und Zeug und Sachen. Also, wir hätten es nicht verdient können, den Punkt zu holen, so wie wir uns verkauft haben. Hier. Wir haben eigentlich am Anfang ein System gespielt, das wir letzte Woche gegen die U21 von Zürich sehr gut auf die Bühne gebracht haben. Wir haben nachher müssen in der Halbzeit umstellen, weil wir gemerkt haben, wir haben im Mittelfeld gar keinen Zugriff. Es hat dort wirklich Lücken gehabt. Wir haben weder offensiv noch defensiv irgendwie Ideen gehabt. Und darum haben wir nachher mit 3 Verteidigern und 5 Mittelfeldspielern, wir haben dann vielleicht mehr Zugriff gehabt, aber schlussendlich haben wir es gleich nicht annähernd irgendwo hergebracht, um gefährlich zu werden. Irgendwie. Also ich habe keinen Schuss auf das Goal. Ja, einen vielleicht höchstens.
Jetzt hat natürlich der USV auch neue Spieler dazu gekriegt. Es sind auch wieder einige Spieler aber auch wieder gegangen. Hat sich die Mannschaft schon gefunden? Ja, ist auch eine schwierige Frage. Wir haben sicher Riesenstützen verloren. Mit dem Gadi, Manu, Kaffee vergessen niemand. Auch der Ivan, der verletzt ist, Fessi, darf man auch nicht vergessen. Es waren alles wichtige Stützen. Alle hast hinten. Also, wir haben sicher wieder viele Spieler, gute auch bekommen. Aber ich denke, in der Breite haben wir momentan wahrscheinlich noch nicht uns gefunden. Ich sage jetzt, wir müssen jetzt schon ein bisschen einfach finden, dass wir zusammen die weiteren Spiele dann einfach besser gestalten können. Auch eben durch die Mitte und wirklich, dass wir Selbstvertrauen bekommen und uns getrauen anzuspielen. Weil wir haben heute einfach weite Bälle irgendwo ins Nimmersland. Und ja, also wir müssen da weitermachen und dranbleiben und jetzt hart trainieren. Und dann denke ich, kann nächste Woche schon vieles wieder anders aussehen. Nach dem Heimspiel noch ins Casino Schanwald. Mini-Zeit, Dini-Zeit, Li-Zeit.